Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Eigentlich sind die Meinungen gemacht. Vor einem Jahr hat die Schweizer Stimmbevölkerung mit knapp 62% deutlich Ja gesagt zu einem Verfassungsartikel, der Präimplantationsdiagnostik PID grundsätzlich erlauben soll. Am 5. Juni wird an der Urne jetzt über das entsprechende Fortpflanzungsmedizingesetz abgestimmt. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Ein akzeptierter Volksentscheid, aber ein Gesetz, das vor allem den Gegner viel zu weit geht, gefährlich und nicht kontrollierbar ist. Ein Gesetz, das für Befürworter sehr restriktiv gehalten ist und allein das Ziel hat, das Verbot der PDI in der Schweiz aufzuheben. Geht es tatsächlich um Selektion statt Vielfalt? Das diskutiere ich diese Woche mit meinen Gästen. Ruth Humbel, CVP-Nationalrätin aus dem Kanton Aargau und Mitglied des überparteilichen Befürworterkomitees. Und bei uns ist auch Susanne Lüttenegger-Oberholzer, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Basel-Land. Sie engagiert sich im überparteilichen Komitee gegen die Vorlage. Grüezi miteinander. Frau Lüttenegger-Oberholzer, warum soll ein wenige Tage alter Embryo mehr Schutz geniessen als ein 12 Wochen alter Fötus im Bauch von Mami? Die grundlegende Frage bei dieser Gesetzesrevision sind die Grenzen, die man dieser Abklärung setzt. Und das Gesetz geht viel zu weit. Es ist nicht die Frage, soll ein 12-monatig alter Embryo mehr oder weniger Schutz geniessen als der Embryo im Reagenzglas, sondern es geht um die Selektion, die man im Reagenzglas macht. Und so eine Selektion, die ja zum Schluss eigentlich Frauen fast bevormundet, weil Selektion wird im Labor gemacht und nicht vom Arzt. Also gar nicht davon aus, dass Sie grundsätzlich für den Verfassungsartikel sind, aber jetzt Ihnen das Gesetz zu wenig restriktiv ist? Ich bin damals auch gegen den Verfassungsartikel gewesen, und zwar nicht, weil ich gegen die Aufhebung vom Verbot bin, sondern weil das Gesetz damals schon beraten war und eben schon genau gesehen, wie weit das Gesetz geht. Der Herr Bundesrat Berset hat damals eine sehr restriktive Vorlage gebracht, die eben genau die Selektion eingeschränkt hat auf Eltern, die Erbkrankheitsträger sind und somit eine Gefahr bedeuten für den Embryo. Und das Parlament hat das ganz stark ausgewertet. Und ich will nicht, dass wir in eine Richtung gehen, dass Kinder nach Wunsch quasi noch selektioniert werden, weil ich befürchte, oder mit einer ganz ethisch unhaltbaren Entwicklung in der Gesellschaft. Frau Humbel, Frau Lüttenegger-Oberholzer hat das angetönt. Es war eigentlich einmal gedacht, dass es vor allem nur für Eltern mit einer schweren Erbkrankheit, die vorbelastet sind, möglich sein soll. Das Parlament hat dann in einer Debatte sich geeinigt, dass man es ausweitet, auch auf Eltern, die auf dem natürlichen Weg kein Kind haben können. Wie ist es zu dieser Lockerung, wenn man dem so sagen will? Was war der Hauptgrund oder das Argument dafür gewesen? Also zuerst muss man vielleicht noch mal festhalten, dass man auch vor einem Jahr ja wirklich die einmalige Situation hatte, dass man genau gewusst hat, wie sieht das Gesetz aus, wenn man einen Verfassungsartikel beschlossen hat. Ich denke, das haben wir selten, dass wir eben schon die Konsequenzen ganz klar absehen können. Jetzt, wo hat das Parlament Grenzen gesetzt? Nämlich da, wo man pränatal machen kann. Also man kann bis in die 12. Schwangerschaftswoche verschiedenste Tests machen. Und dann, je nachdem ein Paar oder vor allem die Frau natürlich in die Situation stellen, will ich jetzt einen Schwangerschaftsbruch vornehmen, wenn ein Kind eine Erbkrankheit trägt oder sonst einen Defekt hat. Nur schnell kurz, und das ist heute schon möglich? Also das ist heute möglich in der Pränataldiagnostik bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Jetzt, wieso soll das nicht möglich sein, am 5. Tag von der befruchteten Eizelle zu prüfen, ist die befruchtete Eizelle, der Embryo, überhaupt überlebensfähig und ist er Träger von einer Krankheit? Und es geht ja nicht um Eingriff ins Erbgut, sondern es geht rein um die Gleichstellung. Das, was man in der 12. Schwangerschaft machen kann, soll man eben auch machen vor der Einpflanzung der befruchteten Eizellen im Mutterleib. Es geht ja nur um Paar, die auf natürlichem Weg kein Kind bekommen können oder eben
Kinder, wo die Eltern Träger sind von schweren Erbkrankheiten. Wenn man jetzt dem so zulässt, dann macht das ja eigentlich schon Sinn. Es macht ja nicht Sinn, etwas quasi in den Mutterleib einzupflanzen, dann Tests zu machen und dann kommt es womöglich zu einem Schwangerschaftsaufbruch, wenn es gar nicht hätte müssen dazukommen. Der Bundesrat hat eigentlich Grenzen sehr klar gesetzt, kann zwar richtig. Er hat gesagt, die Tests kann man machen, wenn es Veranlagung für eine schwere Krankheit könnte in sich haben, wenn die Eltern Träger sind von einer so schweren Erbkrankheit. Und nun denn? Und das war der einzige Indikationsgrund, den der Bundesrat zugelassen hat. Zu dem hätten Sie können Ja sagen? Zu dem hätte ich können Ja sagen, ganz klar. Und das Parlament hat es ausgeweitet, hat es massiv ausgeweitet. Und zwar, man kann es generell an den Chromosomentest machen. Das heisst, auch zum Beispiel ein Trisomie-Kind, also mit dem Down-Syndrom, das können Sie bereits jetzt beim 5 Tage alten Embryo feststellen und nachher halt dann allenfalls Konsequenzen ziehen. Oder man könnte auch andere Krankheiten, das ist also nicht abgeschlossen. Aber bleiben wir gerade beim Down-Syndrom. Heute können Sie das in der Schwangerschaft ja auch feststellen, ja, und es dann abbrechen. Es ist ein Unterschied, ob einfach die Embryonen im Glas sind und alle möglichen Tests gemacht werden. Es sagen auch Humangenetiker, dass die Eltern völlig überfordert. Sie müssten dann vorher schon wissen, welche Krankheiten alle für mich eine Indikation sind, dass nachher eine Abtreibung, das heisst, dass ein Embryo nicht implantiert wird. Also wenn Sie schwanger sind, ist das eine völlig andere Situation, ob Sie entscheiden, das Kind hat Trisomie. Das ist im Übrigen, das sind wunderbare Menschen, muss ich sagen. Ich habe eine Nichte, die schwer behindert ist, geistig behindert ist. Und ich muss sagen, ich schaue es aus dieser Optik an. Ich finde es ganz wichtig, dass die Gesellschaft mit allen Arten von Behinderungen umgehen kann und auch damit leben kann. Und gerade in Bezug jetzt auf ein Down-Syndrom ist das eine Vernichtung von einem Embryo für mich etwas, wo man sicher nicht im Reagenzglas entscheiden darf. Ich denke, das müssen die Eltern voll im Wissen auch allenfalls von einer Schwangerschaft entscheiden können. Frau Humboldt. Also ich denke, es ist wirklich in der Entscheidung von jedem Paar, kann ich umgehen auch mit einem behinderten Kind. Und ich finde es jetzt einfach so ein zynisch, wenn man das einfach zumutet und sagt, ja, das ist ein Geschenk, die sollen das machen. Ich meine, ich kenne Situationen, wo es ganz schwierig ist, mit einem schwerst behinderten Kind das einfach die Betreuung sicherzustellen. Also man muss das einfach nicht so total bagatellisieren. Und dann finde ich es eigentlich auch zynisch, wenn man gerade aus ethischen Gründen argumentiert und sagt, ja, wenn dann die befruchtete Eizelle, der Embryo im Mutterleib eingepflanzt ist, dann ist der Druck auf die Frau viel grösser abzutreiben, weil sie dann das Kind schon gespürt wachsen. Und genau dann kommt sie nämlich in die Situation, dann kann man all die Tests machen. Und dann, wenn ein paar nicht in der Lage ist oder sich nicht in der Lage sieht, können umzugehen mit dem behinderten Kind, dann will man eigentlich den Druck aufrechterhalten und sagen, ihr müsst das. Ich finde eigentlich, die Gesellschaft muss im Paar die Möglichkeit lassen, wie es ja heute der Fall ist, bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Aber Politik und Gesellschaft muss eigentlich Unterstützung bieten für die Eltern, die dann auch bereit sind, ein behindertes Kind anzunehmen, ein behindertes Kind aufzuziehen. Die müssen eigentlich auf die Solidarität der Gesellschaft zählen können. Und ich glaube, das machen wir gerade viel für behinderte Kinder, für behinderte Leute, um die Unterstützung zu bieten. Frau Humboldt, wenn Sie die Realität leben von Behinderten heute, ist das nicht der Fall. Und der Druck, das habe ich jetzt real erlebt, der Druck, wenn Sie ein behindertes Kind haben, das heisst, ja, das wäre ja jetzt eigentlich ja verhinderbar, oder? Wir können schon praktisch wieder in Vitro. Können wir nicht schon entscheiden, die Eltern müssen sich rechtfertigen. Und wenn man heute sagt, wir schauen den Behinderten gut, muss ich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Der Druck, der finanzielle Druck ist dermaßen gross. Gehen Sie mal in die Heime, reden Sie mit dem Personal. Das Personal wird abgebaut unter dem Finanzdruck und das wird immer schlimmer. Auf jeder Ebene, vor allem auch jetzt, wo der finanzielle Druck in der öffentlichen Kasse so groß ist. Und es geht ja nicht darum, ich finde es zynisch, wenn man sagt, im Prinzip geht es allen Behinderten gut. Und unsere Position ist die, dass wir der Frau zumuten, sich zu entscheiden während der Schwangerschaft. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Was wir nicht wollen, ist, dass man eine Selektion unter Embryonen quasi am Arzt und dem Labor überlässt. Um das geht es nämlich. Es ist eine absolut vermeintliche Freiheit, die sie hier eröffnen. Weil der Druck
wenn Sie eine In-vitro-Fertilisation machen, nachher auch eine Präimplantationsdiagnostik durchführen, wird so gross werden, weil man heute das ganze Spektrum eröffnet hat. Wenn Sie eine Erbkrankheit haben, dann ist es klar, dann wird der Entscheid einfach sein. Aber in allen anderen Fällen, dass man sagt, man macht jetzt einfach ein Screening von all den Embryonen, mit, wenn man sagt, es sei Freiheit, ist das zu machen. Also Frau Humbel, kann man dann schon etwas sagen? Wir haben gesagt, in der pränatalen Diagnostik kennt man die Tests schon. Ist denn so, seit man das haben und seit man die Tests auch flächendeckender durchführt, weiss man da etwas drauf, dass zum Beispiel dann trotz Tests Leute, die sich entscheiden für ein Kind mit einer Behinderung und gegen Abtreibung, dass die bereits heute unter Druck sind oder sich, so wie Frau Leutenegger-Oberholzer sagt, sogar rechtfertigen müssen, weil sie sich für das Kind entschieden haben? Nein, wir haben ja in den letzten Jahren eine Zunahme von Kindern mit Down-Syndrom. Das hängt natürlich auch zusammen, weil mit Müttern älter werden. Aber ich meine, die Diskussion, ich bin selber sogenannt Altgebärende. Und vor 25 Jahren war das noch ganz eine andere Situation. Da war man Altgebärende mit 35. Und dann ist das auch natürlich die Frage, der Arzt gerade, macht Fruchtwasserpunktion. Da hat man hier schon gewusst und da hat man schon testen gibt's für ein Down-Syndrom-Kind. Und für mich selber ist ja die Entscheidung klar gewesen, ich mache die Tests nicht, weil wenn man nicht weiss, oder sich, man tut dann abtreiben, muss man die Tests gar nicht machen, man muss sich dann nicht unter Druck setzen lassen, weil ein gewisses Risiko haben ja die Tests also, auch immer. Und kommt für mich nicht in Frage, genau, die Tests also ganz genau. Mhm. Und das ist ja die Situation, die Möglichkeit, die Entscheidung, auch die Eigenverantwortung, die man jedem Paar, jeder Frau kann überlassen kann, die Schwanger in dieser Schwangerschaft bis zur 12. Schwangerschaftswoche die Tests zu machen oder nicht. Wenn wir da reden, geht es ja nur um Paar, die auf natürlichem Weg ein Kind bekommen. Und einfach ein Paar mit eben schwersten Erbkrankheiten vorbelastet. Und die geht es nur etwa um 100 Fälle pro Jahr. Also das, was ursprünglich denkt, ist um 6'000. Und die anderen geht es 6'000. Und da ist jetzt einfach die Frage, wo man die Möglichkeit diesen Paar, diesen Frauen lassen, schon vorher einfach zu testen. Erstens mal sind jetzt die befruchteten Eizellen, die Embryonen, überhaupt überlebensfähig. Das ist auch in der Natur so. Es ist eigentlich 60% der befruchteten Eizellen sind nicht überlebensfähig. Gut, das ist einfach der freie Lauf, oder? Ja, das ist klar, ist der freie Lauf. Aber jetzt hat man halt einfach die Möglichkeit, auch vorher können zu sehen, wie ist die Überlebenschance. Nein, und dann überlässt man es in den Eltern, möchten sie die Tests oder wollen sie die Tests nicht. Und es ist überhaupt kein Druck, es ist kein Zwang, es ist keine Vorschrift, sondern es ist die Möglichkeit, wo die Eltern können vor der Implantation von der befruchteten Eizellen sagen, wenn wir die testen oder nicht. Also man hat heute viele Paare, die das machen, dann geht man einfach ins Ausland. Es gibt solche, die es nicht wollen, das ist richtig. Es gibt solche, die es machen und nachher Pränataldiagnostik, also bis zur 12. Schwangerschaftstest machen und dann sich eben konfrontiert sehen, wenn wir jetzt müssen wir den Embryo abtreiben oder nicht. Also da stellt sich natürlich schon auch noch die Frage vom grundsätzlich medizinischen Fortschritt. Den lassen wir in ganz vielen Bereichen zu, ist er ein Segen. Und da ist er jetzt halt auch da, gibt uns auch Möglichkeiten und da findet sie jetzt zur Gesellschaft quasi einen Riegel schieben. Die Gesellschaft tut ja nicht einen Riegel schieben bei der In-vitro-Fertilisation. Das ist ja, das geht um Diagnosemethoden, um Selektionskriterien, die man hat in Bezug auf die künftigen Kinder. Und wer sie darf machen, oder? Und wer sie darf machen. Mhm. Wenn man es jetzt einschränkt, es gibt dann in der Tat eine Grenze, die man beachten muss, auch eine ethische Grenze. Vielleicht sollte man der Natur in dieser Frage gar nicht so stark reinpfusten. Wir wissen nicht einmal, was für Risiken sich da daraus entwickeln. Neben der gesellschaftspolitischen Frage stellt sich für mich durchaus auch der Schritt, der nächste Schritt, der kommt. Wir können es genau entwickeln, was im Ausland passiert. Die nächste Forderung, die kommt, wird sie Eizellen spenden. Nachher fängt die Leihmutterschaftsdiskussion an. Und irgendwo meine ich ja, tatsächlich hat es eine Grenze. Man könnte schon sagen, wir können alles zahlen, was die Medizin ermöglicht, was die Medizin uns zur Verfügung stellt. Ich meine, dass man das nicht soll. Aufgrund von der gesellschaftspolitischen Konsequenzen. Sie haben recht, Mediziner ermöglicht sehr viel. Und soll man das alles zulassen? Ich meine, nein, die Schweiz hat jetzt schon ein bisschen Grenzen gesetzt. Der Bundesrat hat ja Grenzen viel enger setzen. Sie wissen das. Im Ausland kann man viel weiter gehen.
Und ich denke, man hätte jetzt dort die Grenze zu weit gezogen, sondern man sollte es nur dort holen, wo es medizinisch klar also indiziert ist. Ich bin eigentlich insofern völlig einverstanden, dass es klare Grenzen gibt. Also dass es Grenzen gibt. Also wir haben noch weitergehende Anträge gehabt. Wir haben Anträge auf Retterbabys. Erzählen Sie schnell, was sind die Retterbabys? Dass eigentlich so quasi, wenn man ein behindertes oder krankes Kind hat und dann wird ein zweites Kind primär hergezogen, dass es kann eigentlich mit den Stammzellen das Geschwisterte heilen. Das ist verboten. Würde auch mit dem neuen Gesetz nicht möglich sein? Das ist auch mit dem neuen Gesetz verboten. Man hat auch sogenannte Designer-Babys sind verboten, also man kann nicht das Geschlecht selektionieren oder blaue Augen. Mhm. Oder wir haben auch Eizellenspende verboten. Da bin ich ganz klar für die Verbote, für die Grenzen. Nein, ich bin Und ich möchte einfach sagen, wenn man jetzt sagt, wir öffnen die Tür und dann ist der nächste Schritt. Wir sind in der direkten Demokratie in der Schweiz in der glücklichen Lage, dass wir über jeden Schritt abstimmen. Und es regt mich einfach immer auf, oder, dass gewisse Kreise, wenn wir über einen bilateralen Vertrag abstimmen, sagen, dann sind wir schon der EU. Und wenn wir jetzt hier über einen Schritt, der eigentlich einfach eine Gleichstellung bringt von der Präimplantationsdiagnostik mit der Pränataldiagnostik, tut man schon so Horrorvisionen von Designerbaby an die Wand malen. Das hat nichts mit dem zu tun. Es ist interessanter, der das Gesetz ausgelöst hat, der ehemalige Ständerat Gutzwiller, hat gesagt, das Nächste, was wird kommen, ist die Frage Eizellenspende. Wenn Sie die Entwicklung, Sie sagen, die Medizin macht natürlich einen wahnsinnigen Druck. Und es ist natürlich auch ein Haufen Geld zu machen mit dem. Das ist eine neue Branche, das ist ein neues Business. Und damit setzt man natürlich entsprechend auch die Frauen unter Druck. Ja, aber dann bin ich auf der gleichen Seite. Ich bin gegen Eizellenspende. Ich bin sehr froh, wenn wir zusammen dagegen kämpfen. Mir geht das Gesetz jetzt schon zu weit. Ich denke, man hätte es bei der Fassung vom Bundesrat schauen. Ist sehr verantwortlich. Verantwortbares Gesetz gewesen. Und wenn wir Nein sagen, kommen wir zurück auf eine gute Regelung. Was natürlich schon auch noch ein bisschen Fragen aufwirft, ist, dass relativ der Fragenkatalog, also welche Erbkrankheiten und welche chromosomalen Eigenschaften schlussendlich selektionswürdig sind oder nicht, der ist relativ offen gefasst und nicht so genau definiert. Hätte man da nicht können, der Wind jetzt gerade von den Gegnern ein bisschen aus den Segeln nehmen, wenn man da ganz klar sagt, das, das, das und das eben nicht. Gut, dass man jetzt bei den Erbkrankheiten relativ streng eingrenzt, und das war ja die ursprüngliche Botschaft vom Bundesrat, wo eben die streng eingrenzt ist ja da drinnen auch beleidigt, dass es höchstens so etwa 100 Paar getroffen hätte. Und der nächste Schritt von der Erweiterung war einfach der, dass man sagt, man macht eine Gleichstellung von der Pränataldiagnostik. Also diese Untersuchungsmethoden sollen schon früher angewendet werden. Das ist auch eine schonendere Behandlungsmethode natürlich für die Frauen. Also heute dürfen 3 befruchtete Eizellen, 3 Embryonen entwickelt werden bis zum 5. Tag und alle 3 müssen eingepflanzt werden. Weil man sie nicht aufbewahren. Genau. Also das führt dann eigentlich dazu, dass entweder klappt es gar nicht, wenn man das Pech hat, dass halt keiner von diesen Embryonen überlebensfähig ist. Oder es kann sein, dass man einfach Mehrlingsschwangerschaft hat, auch mit entsprechenden Komplikationen. Also ich meine, wenn man vom medizintechnischen Fortschritt her auch eine schonendere Behandlungsmethode da hat, also das sind auch Belastungen für die Frauen, die Torturen über sich ergehen lassen. Es hat auch noch ganz andere Aspekte. Also der Bundesrat hat vorgesehen, dass man 8 Embryonen kann anzüchten. Genau. Das Parlament hat beschlossen, 12. Es sind 6'000 potenzielle Paare, die das können. Es gibt Tausende von Embryonen, die nachher entweder eingepflanzt werden, eingefroren werden oder vernichtet werden müssen. Haben Sie nicht Angst, dass es da auch zu Missbrüchen kommt? Also das ist ganz klar verboten. Nein, lassen Sie mal den Satz. Sagen Sie noch schnell kurz, wem gehören die Embryonen, die wir eingefroren oder die man dann eingefroren, die so quasi also überzählig sind, wem gehören die? Verfügungsmacht über die Verwendung hat das entsprechende Paar. Es gibt eine Einwilligung für 5 Jahre. Und nachher kann es wieder noch 5 Jahre. Mhm. Was denn passiert? Nach 10 Jahren? Wenn sich das Paar trennt? Doch, dann müssen sie vernichtet werden. Das ist auch, wenn ein Paar stirbt. Das muss man dann ja noch wissen. Ja, dann ja, das ist aber im Gesetz. Also wenn ein Paar stirbt, die Fassung, werden. Sie haben es vorher angesprochen. Das ist eine völlig offene Formulierung. Zuerst war klar, wenn die Gefahr für eine schwere Krankheit, Erbkrankheit besteht, dann ist die Technik zulässig. Da steht,
wenn sie nur zulässig zur Erkennung chromosomaler Eigenschaften, die die Entwicklungsfähigkeit des zu zeugenden Embryos beeinträchtigen könnten. Das ist die Indikation. Also gut, ja, das weiß man jetzt, also schon, Frau Humbel, das ist natürlich, wenn man jetzt England anschaut, wo PID schon ein bisschen länger kennt, oder? Dann weiß man schon, dass der Katalog oder die Auswahlkriterien, dass die schon in der Zwischenzeit seit der Einführung schon auch erweitert worden ist. Also der Stillstand wird das nicht. Ja, aber wir dürfen nicht eingreifen. Man kann nicht selektionieren nach Augenfall, nach Geschlecht, nach irgendwelchen körperlichen Merkmalen. Und wir haben einen ganzen Katalog, wo strafrechtliche Bestimmungen, missbräuchliche Gewinnung von Embryonen, Beileihmutterfortpflanzungsverfahren anwenden. Also wir haben ja ich wollte jetzt nicht das ganze Gesetz vorlesen, aber wir haben hinter den Artikel mit den Strafbestimmungen und wir machen die nicht. Ich meine, wenn man einfach jetzt sagt, es wird sowieso alles gemacht, dann müssen wir ja sagen, dass Fortpflanzungsmedizinzentren heute schon mehr machen, wenn ihr das eigentlich dürft. Aber das ist ja nicht der Fall. Darum gehen ja die Paar ins Ausland, weil man im ganz umliegenden Ausland die Verfahren schon durchführen kann. Und wir haben immer noch ein sehr restriktives Gesetz, das ich auch richtig finde. Mir geht es eigentlich wirklich um die Gleichstellung Präimplantationsdiagnostik mit der Pränataldiagnostik. Weil nach meiner ethischen Auffassung ist eigentlich ein Embryo je schützenswerter, je entwickelter er ist. Und in der 12. Schwangerschaftswoche ist er entwickelt. Wäre das eigentlich am 5. Tag von der Befruchtung zeichnet man als Embryo, aber es ist eine befruchtete Eizelle am 5. Tag, die nicht so entwickelt ist natürlich wie als 12. Woche. Und aus dem Grund, weil ich eigentlich klar, meine ethische Auffassung ist klar, je entwickelter ein Embryo ist, desto schützenswerter ist er. Und dann ist für mich eigentlich, gerade aus ethischen Überlegungen, wirklich nicht einleuchtend, dass man diesen Test nicht am 5. Tag machen kann, wo man nachher in der 12. Schwangerschaftswoche kann. Und das ist meine Grenze. Wir haben alle anderen weitergehenden Forderungen, bin ich auch beim ablehnenden Teil Mehrheit gsi vom Parlament, wo eben Eispend und so weiter das abgelehnt hat. Und darum müssen wir nicht über weitergehende Massnahmen, weitergehende Möglichkeiten diskutieren. Aber wir haben jetzt Gesetz und wir stimmen über das Gesetz. Es war immer so jetzt in den letzten Jahren. Jede Entwicklung hat die nächste heraufbeschworen. Und das ist klar und ausgelöst. Und die Grenzen, Sie machen es jetzt nicht, wir sehen es dann bei der nächsten Diskussion. Aber wir müssen es doch für das Gesetz diskutieren und nicht über Entwicklung. Also das Gesetz, einfach das, produziert eine Unmenge Embryonen in vitro, eine Unmenge. Es ermöglicht eine Selektion zur Ausscheidung von nicht lebenswertem Leben, weil das heisst ja faktisch. Und das ist jetzt etwas, wo man nur, meines Erachtens nur im Fall sollte können zuhören können, wenn Erbkrankheiten drohen. Also nach dieser Argumentation dürfte man zum Beispiel auch gewisse Verhütungsmittel nicht haben. Also man dürfte keine Spirale haben, weil das vernichtet eine befruchtete Eizelle. Und es geht nicht um die Frage, wie viel... Man hat auch einen Antrag für gar nicht befristet von der befruchteten Eizellen bzw. Embryonen. Eben heute müssen alle drei eingepflanzt werden. Der Bundesrat hat 8 als Limite setzen, man hat 12 beschlossen. Es hat Anträge gehabt, wo man gar keine obere Limite macht. Und wieso sind die 12? Weil eben auch bei einer natürlichen Schwangerschaft muss man eigentlich sagen, dass nur etwa jede 7. Eizelle überhaupt überlebensfähig ist. Und das führt dazu, dass eben eigentlich der grösste Teil von diesen Embryonen gar nicht in Frage kommen. Genau, gar nicht in Frage kommen, weil sie nicht überlebensfähig sind. Und das erspart einfach den Frauen heute oder den Paar, dass mehrmals die ganzen Behandlungsrhythmen wieder wiederholen müssen. Aber Sie können doch nicht sagen, dass mit dem Verfahren erstens keine behinderte Kinder begibt. Das gibt es nach wie vor 97%. Das wollen wir gar nicht. Das wollen wir gar nicht. Und man darf auch nicht sagen, es gibt auch kein Recht auf ein gesundes Kind. Aber Sie haben die Frauen ein im Vordergrund gestellt vorher, auch, also weil sie halt unter Druck kommt. Aber wenn man jetzt den Aspekt anschaut von der Frau Humbel, dass es schonender ist, als es heute ist, wenn man jetzt halt
kein Kind auf natürlichem Weg überkommt, also die Hormonbehandlungen, die Hoffnungen, dann ist man kurz schwanger, nachher geht wieder alles zusammen. Oder man hat dann also in höherem Alter eine Mehrlingsschwangerschaft, die Risiken für Kind und Mutter mit sich bringt. Das wären alles Risiken, die man könnte minimieren könnte. Nicht ausschliessen, das sagen die Fortpflanzungsmediziner. Nein, es gibt auch Fortpflanzungsmediziner, die das nicht machen und sagen, es gibt keine Garantie. Das Verfahren ist keinerlei Garantie, dass es weniger spontane Abort gibt. Es ist keine Garantie, dass es mehr nicht behinderte Kinder gibt. Das ist überhaupt keine Garantie. Aber weniger Mehrlingsgeburten gibt es garantiert, oder? Das ist nicht garantiert. Es ist wahrscheinlich, dass es weniger Mehrlingsgeburten gibt. Es ist auch ein gesellschaftlicher Trend, den man vielleicht auch mal hinterfragen muss. Immer ältere Mütter, immer ältere Eltern. Ich weiß nicht, ob das eine positive Entwicklung ist für die Gesellschaft. Es ist jetzt einfach so, und das hat ja dann in der Grenze bei 50, das geht ja dann noch weiter über das raus. Ich glaube, da sind wahrscheinlich beide der Meinung, dass das nicht unbedingt der Trend ist. Darum haben wir auch Eisspendenzelle verboten. Aber und ich hoffe, es bleibt aber bei dem. Also ich meine, das ist der Kern eigentlich. Es geht nicht darum, behinderte Kinder zu verhindern. Es gibt ganz viele Gründe und Ursachen für eine Behinderung von Kindern, wo man gar nicht frühzeitig erkennen kann. Es geht auch nicht darum, auf das Recht von Eltern auf ein gesundes Kind. Weil man hat das sowieso nie voraus, die Garantie. Ja. Und gerade in der heutigen Möglichkeit, wo man Zeit, wo man viel mehr kann diagnostizieren, auch viel mehr behandeln. Ich meine, gerade im Bereich von seltenen Krankheiten, von Geburtsgebrechen, da sehe ich eigentlich schon auch noch Handlungsbedarf, dass man die Eltern unterstützt. Ich bin auch Präsidentin von der Interessengemeinschaft seltener Krankheiten, wo es vor allem um Kinder geht mit Geburtsgebrechen, wo heute eigentlich noch optimalere Behandlungsmöglichkeiten auch hätten zukommen lassen. Das ist eine ganz andere Frage. Da geht es einfach um schonende Behandlungsmethoden, wo Paare können sich entscheiden, wenn wir die nutzen oder nicht, oder wenn wir einfach mal aufs Geradewohl und dann halt die Möglichkeiten bis zur 12. Schwangerschaftswoche nutzen. Ich will noch schnell auf die Kosten kommen. Wie sieht das überhaupt aus? Wer zahlt denn das? Oder wer würde das denn überhaupt zahlen, wenn das so weit käme? Also im Moment ist es so, dass die betroffenen Paare, die zahlen, dass sie tragen Kosten sowohl für eine In-vitro-Fertilisation wie auch gar für PD. Ja. Mhm. Und in Zukunft wäre das weiterhin so? Im Moment ist es weiterhin so. Wie es weitergeht, das ist immer eine Frage für eine politische Diskussion. Ja, das ist auch richtig so, dass die Eltern das selber zahlen müssen. Also im Gegensatz zur Pränataldiagnostik. Oder? Die Pränataldiagnostik zahlt die Krankenversicherung. Auch in allfälligen Schwangerschaftsabbruch zahlt die Krankenversicherung auch. Aber in diesem Bereich, Präimplantationsdiagnostik, das wäre dann eigentlich ganz in der Eigenverantwortung auch vom Paar. Das würde auch so bleiben, ja. Momentan so. Wenn man Kosten und Geld, Sie haben gesagt, es ist auch ein Geschäft, vor allem die Embryonen, die man nicht braucht, die überzählig sind nach 10 Jahren. Jetzt sagen wir mal, das Paar ist immer noch zusammen, aber braucht sie dann nicht mehr. Was heisst denn, es muss vernichtet werden oder kann der Forschung übergeben werden? Was heisst das konkret, ausdeutscht? Das ist offen. Das ist absolut offen. Das kann man heute sicher nicht sagen, was dann in 10 Jahren mit den überzähligen Embryonen passiert. Und das macht Ihnen Angst? Das macht mir Angst, ja. Es hat sehr viele nachher Embryonen umeinander. Vielleicht sind es Tausende, wenn man jetzt anschaut, von was für Zahlen wir reden. Das macht mir Angst. Ja. Und ich will einfach noch mal sagen, es ist ein Unterschied, ob Sie im Reagenzglas oder nachher in vitro oder Petrischale selektionieren, welches Kind oder welcher Embryo allenfalls so einen Defekt aufweist. Es ist ja nicht weiter definiert. Es ist nicht weiter definiert, was man alles selektioniert. Das ist ein Unterschied. Ja, man tut auf Krankheiten, auf Chromosomendefekt, über Überlebensfähigkeit. Und das heisst, Überlebensfähigkeit. Ja, weil es gibt, also ich habe es vorhin gesagt, es ist in der natürlichen Entwicklung. Gut, wie wird der medizinische Fortschritt in das Gesetz einfließen? Also was man jetzt weiss, wie sieht das, wenn man in 5 Jahren etwas anderes, also geht das in die Richtung oder kann das in die Richtung gehen, wo die Frau Leutenegger-Obrolzer Angst hat davor, oder braucht es dann eine Verfassungsänderung, eine Gesetzesänderung, oder würde das dann einfach weiter einfließen? Es braucht eine Gesetzesänderung. Jede Gesetzesänderung, also wenn man weiter gehen Richtung, was wir jetzt schon alles gesehen haben, als verboten sind, oder Designer-Baby, Retter-Babys, Eizellenspende,
dann braucht es eine Gesetzesänderung. Und die Gesetzesänderung ist wieder referendumsfähig. Also darum ist, wir über jeden Schritt abstimmen. Und was nicht erlaubt ist, ist sanktioniert und darf nicht gemacht werden. Und da haben wir einen strengen Strafrechtskatalog auch im Gesetz. Gut, also was passiert mit diesen überzähligen Embryonen? Also Frau Lüthenegger-Oberholzer also genau. Sagt, man weiss es nicht genau. Kann natürlich auch missbraucht werden. Vor dem hat man Angst. Ich habe ein Vertrauen in unsere Aufsichtsbehörden, in die Zentren, in die Forschung. Also die Eltern können sagen, sie werden vernichtet. Dann ist es klar. Und wenn sie in der Forschung übergeben werden, also richtig Stammzellenforschung oder was, dann ist ja immer die Ethikkommissionen, die beurteilen, jedes Forschungsprogramm beurteilen, was wird jetzt im konkreten Fall, was ist das Forschungsziel, was wird gemacht. Und also da kann nicht einfach irgendjemand pröbeln also mit so irgendwelchen Embryonen. Das ist in der Schweiz nicht möglich. Die Kommission hat ja Grenzen noch viel weiter draussen gesetzt. Sie wissen genau, ja. Oder viel weiter draussen. Also da habe ich jetzt gar kein Vertrauen darauf, dass das entsprechend zu einer Grenzsetzung führen würde. Wir sind am Schluss von unserer Sendung. Wenn Sie müssten sagen, technische Machbarkeit versus ethische Vertretbarkeit, wo ziehen Sie die Linie? Bei der ethischen Vertretbarkeit. Und Frau Humbel, wenn technisch machbar ist heute noch vieles, aber wo zieht Ihrer Meinung nach das Gesetz die richtige oder falsche Grenze? Ja, das Gesetz zieht eine gute, klare Grenze, stellt Präimplantationsdiagnostik der Pränataldiagnostik gleich und es erlaubt den Entscheid jedem Paar, jeder Frau, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen oder nicht. Am 5. Juni wissen wir mehr. Frau Humbel, Frau Lüthenegger-Oberholzer, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Beim Gesetz zu der Präimplantationsdiagnostik geht es nicht zuletzt auch um die Angst vor der künstlichen Selektion. Pro und Contra diskutiert haben die beiden Nationalrätinnen Ruth Humbel und Susanne Lüthenegger-Oberholzer. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Spannend geht es weiter mit dem Neuesten aus der Region. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung im Report. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch